So, der Ismo kam auf die beste Idee des Jahres. Der ist jetzt auf der Statue hier geklettert, damit wir den Hannes hier mit Bodyslam durch unseren Fliesentisch werfen, den wir schön locker aufgesammelt haben. Weißt du noch, wie es geht, hä? Ich weiß es schon. Ja, wie denn? Ich weiß es nicht mehr. Wir kommen hier an. Ja. Zack, und dann. Jetzt, und jetzt. Ah! Oh! So ein Schauspieler, guck dir das an. Alles fake. Faxe! Ja. Bereit, Hannes? Ja, logisch, mach halt. Dann spann an, spann an. Ja, mach halt. Dann mach hier Körper, zack. Das ist viel zu hoch von da oben. Faxe! So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und wir sitzen immer noch im Park. Es ist eigentlich immer noch Montag. Und wir haben uns gedacht, wir tun noch so ein bisschen so ein Video vorproduzieren. Vielleicht habt ihr gerade gesehen, wie die Jungs Spaß haben beim Faxe-Tasting. Und der Hannes gesagt hat, du nimmst mich nicht auf den Arm, Junge. Und der Ismo gesagt hat, ich bin kein Zeitungszusteller. Austräger. Austräger. Das ist ja, ja genau. Oh, der eine. Der eine. Der eine stellt zu, der andere trägt aus. Was ist der Unterschied? Schreibt es in die Kommentare, was? Wenn ihr das wisst. Hey, ich pack's dir ab. Ich hab dann gedacht, okay, ich produziere fix noch ein Video vor. Donnerstag hat Ismo Geburtstag, da müssen wir den Community Raid machen vor dem neuen Raid-Boss. Das vielleicht jetzt für Freitag. Also habe ich mir gedacht, was schleppe ich denn die ganze Zeit schon mit mir rum? Das Regigigas. Und das ist ein hundertprozentiges, das wollte ich die ganze Zeit schon mal maxen. Was ich noch hatte, ich habe mir ganz viele Ivetal aufgehoben. Ich habe keine Werbung auf meinem Briefkasten. Ja, du bist ein Bauer. Und als jetzt diese 6 Spezialtrades da waren die ganze Zeit beim GoFest, ihr konntet ja insgesamt 24 Stück machen. Am Freitagabend 6 Stück, Samstag 6 Stück, Sonntag 6 Stück. Sechs und Stück. Am Montag so, sechs Stück. Bis 8 Uhr nochmal 6 Stück habe ich so viele Ivetal weggetradet, dass ich Ivetal jetzt auch. Was ist denn hier los? Dass ich Ivetal jetzt auch auf Level 50 pushen kann und da haben wir hier ein hundertprozentiges Ivetal. Das habe ich in einem Livestream mit Taubsi2Go getauscht. Ja. Das können wir kurz mal hier bewerten. Das ist 100% Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Deutschland. Wir gehen hier drauf, wir gehen hier rüber, wir gehen auf Pushen und dann seht ihr, dieses Ivetal kommt auf 4275. Tiefschlag Orkan. Ja, das ist Unlichtflug, das würde passen. Ismo, kennst du das überhaupt? Hast du das eigentlich? Nee, hab ich nicht. Was, wie heißt das? Ivetal. Ich hab auch einen Hunde da. Sieht das gut aus? Findest du das gut, ja? Ich hab das noch nicht gemacht. Können wir mal einen machen? Ja, wir machen gleich noch einen Ivetal-Raid, genau. Habe ich dann Taubsital genannt. Und wenn wir schon Ivetal boosten, ach, maxen, dann müssen wir natürlich auch den Xerneas boosten, ach, maxen. Der ist sogar schon auf Level, auf Best Buddy. Ihr seht das, Faxe kommt durch. Das kam durch die Einladung im Stream von Wodka Hondas. 2701 ist auch mit Wetterboost, können wir hier auch bewerten. Ist auch ein hundertprozentiges aus Leipzig, Sachsen. Das boosten wir. Ach, wir leveln es jetzt auch. Wir maxen es einfach. 1574 kriegt es dazu. 4275. Ismo, kennst du das? Das schon mal gesehen? Hab ich, hab ich. Was ist denn das? Weiß den Namen gerade nicht. Irgendwie was Spanisches oder so. Wodka Hondas heißt es. Nee, Poca Hondas. Das ist ein Xerneas. Poca Hondas. Xerneas, was aussieht wie ein Hirsch. Guck, dann drückst du drauf und dann freut sich's auch. Ist schon Best Buddy. Das Taubsital wird auch noch Best Buddy sein irgendwann. Aber jetzt zum absoluten Highlight, denn wir wollten ja unbedingt Regi Gigas und da habe ich übrigens im letzten Stream, wo wir auch getauscht haben, ich weiß gar nicht warum. Regigigas. Ich habe einen Lucky Trade mit Riese Bremerhaven gemacht. Habe das Shiny Regigigas noch nicht als Lucky gehabt, weil die Lucky-Einträge mit den Legendären und so mache ich ja immer über Shinies. Hat er mit mir auch im Stream getauscht, ist ein
98er geworden und im Stream direkt habe ich das 98er Regi Gigas auf Level 40 gepusht. Dann hat das 4337. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Zahl. Aber das ist nicht das, worum es geht. Denn wir geben einen Regi Gigas und 4 Sterne. Und das ist das, was ich absolut krank finde bei so... Denkt an Mewtwo. Ich habe 783 Mewtwo-Raids gemacht, bis das 100%ige kam. Bei Regi Gigas ist innerhalb von 100 Raids habe ich 400%ige bekommen. Das ist einmal das hier, 2483, 22.06. Zaragoza, 24.06. Römhild, 20.06. Straufhain. Und das war das allererste, da war ich mit Tixakura Lucky Friend, also Glücksfreund. Wir haben einen Tausch gemacht. Das war das allererste 100%ige Regi Gigas, was ich bekommen habe. Danach habe ich gesagt, gut, ich IV egal, ich brauche nur noch XL-Bonbons. Und auf der Suche nach den XL-Bonbons kamen einfach noch 3 andere dazu, 100%ige. Leider braucht man das Pokémon eigentlich nicht. Vielleicht zum Angeben, das kriegt hohe IV, hohe WP. Wir können das euch auch mal zeigen. 4913. 296 XL. Das Gute ist, weil es Lucky ist, braucht es nicht so viel Sternenstaub. Ja? Wir geben jetzt also hier das Power-Up drauf. Haben 4913 WP beim 100% Regi Gigas von Tixakura. Aber an sich kann das Pokémon halt trotzdem nichts. Das ist Typ Normal. Typ Normal ist eigentlich gegen nichts effektiv. Aber fast alles ist gegen Typ Normal effektiv. Das heißt, jeder kann euch umhauen, aber ihr könnt keinen Schaden anrichten. Trotzdem lassen wir mal hier Gigastoß drauf, 200. Hier hat es noch Kraftreserve. Ich weiß gar nicht, ob das noch einen anderen Move hat. Zen, Kopfstoß, Kraftreserve. Ich denke mal, das hat nur die 2. Ich würde wahrscheinlich Zen Kopfstoß jetzt drauf lassen und ich habe keine Ahnung, was sie da machen. Die schwanken da auf jeden Fall durch die Gegend und machen da irgendwelches. Wir diskutieren gerade über einen 100er Mewtwo, weil er hat einen 100er Mewtwo und ich habe keins und er hat nach dem was weiß ich, wie viel eins bekommen und ich suche noch danach. Hat er dir auch erzählt, wie er das 100er Mewtwo bekommen hat? Ja, Ramses hat's gefangen. Ja. Guck mal, das ist gerade. Er saß wieder mal zu Hause, hat nichts gemacht. Ich habe seinen Account gehabt und er, kannst du mal vielleicht ein Raid für mich machen? Ich habe meinen Pass noch, ich habe glaube ich sogar 2. Wir standen alle am Friedhof oben. Ich sag, ich habe einen Ispo seinen Account, ich mache noch mit. 100er Mewtwo. Ich glaube, ich werde nächstes Mal in Ramon mein Account auch geben und soll mir auch eins fangen. Dann habe ich ihm das gefangen. Zufall, ohne großen Stress, dann klappt es am besten. Das war damals ganz zu den Anfangszeiten. Das war vielleicht, ich glaube, das war sogar noch durch die X-Raids. Warte, lass mal gucken, was das hier ist für ein Datum. Da konnte man bei den X-Raids ja auch Freunde einladen zu einem X-Raid. Ich glaube, ich habe Ismo. 10.2018 steht hier. Mit Eisstrahl Donnerblitz, dann dürfte das nicht durch die X-Raids sein, weil die X-Raids hatten immer Spukball. Ja. Aber als es dann für alle in den 5er-Raids waren, gab es dann natürlich hier diese Feuer, diese Eis und diese Elektroattacke. Und Ismo so, mach mal einen mit, ich mach einen mit. Er hat das 100er, ich fange das für ihn. Hat er gesagt, oh, okay, cool, danke. Ist das gut? Was ist denn das eigentlich? Das habe ich ja noch nie gesehen. Pokédex-Eintrag, 100, fertig. Und bei mir hat es 783 Mewtwos gebraucht, bis es endlich soweit war. Erzähl mal die Geschichte von dem Flunkiefer. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Auf das Flunkiefer wollen wir jetzt nicht eingehen. Der Akku ist auch gleich leer. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Warte mal, wenn ich einmal hier im Spiel bin, kann ich gleich gucken. Schönen Abend euch. Bis dahin. Ey, wir suchen die ganze Zeit eigentlich nur ein Mewtwo-Raid jetzt gerade, damit wir den täglichen Raid-Pass wegkriegen. Da ist ein Mega Gengar. Vielleicht machen wir auch das Mega Gengar. Da ist es. Hat sich gerade entwickelt. Das Gengar wurde zum Faxe. Genau. Mal gucken, was die, Jungs dazu sagen oder was sie davon halten. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Faxe. Euer Ramses.